Hallo und herzlich willkommen zu die Fallout Nummer 4. Mein Name ist Benny Goodman und ich... Wo sind Sie? Hier drüben. Hab wohl was übersehen. Ja? Ja, alles klar. Also, jetzt läuft's wieder. Ich weiß nicht genau, ich hatte eigentlich... Hä? Ich hab die doch alle weggeschossen. Was ist das denn hier Merkwürdiges? Warum hat man in diesem Kinderpark so viele Lasergeschütztürme? Das würde ich immer noch gerne wissen. Ja, letzte Folge haben wir festgestellt, irgendwas scheint hier merkwürdig zu sein. Bei mir teilweise, als ich das erste Mal heute starten wollte mit Fallout 4, hat es auch überhaupt gar nicht gestartet. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Kann ich immer noch nicht genau sagen. Hier waren wir schon. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. Juhu! Ja, jedenfalls, Fallout wollte überhaupt nicht starten. Ich musste Steam neu starten, damit Fallout überhaupt gestartet ist. Und jetzt habe ich hier, letzte Folge haben wir so ein komisches Rumgeruckel gehabt. Habe ich noch nie gesehen. Ist ein, ja, ist neu. Ist einmal neu bei Fallout 4, wahrscheinlich ein neues Feature. Würde ich vermuten, ich weiß nicht genau. Vielleicht haben sie es nachträglich nachgepatcht. Einfach mal, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Total lieb einfach, ich sage, vielen Dank dafür. Das ist einfach mal... Abwechslung. So, hier haben wir diese Nuka-Mixer-Station. Hier habe ich ja... Oh, ist dem weg. Habe ich mitgenommen. Nachdem ich jetzt einige wieder verbraten habe, ausnahmsweise mal. Normalerweise... Sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja. Normalerweise brauche ich keine Stimpacks, aber weil ich jetzt einfach die Stimpacks auf Null liegen habe, also auf Shortkey, in Among the Stars, hier waren wir ja schon. Habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Irgendwelche Nahrungsmittel da wieder reinzuschmeißen. Ich könnte mir Nahrungsmittel auf Hotkey schmeißen oder ich könnte mal wieder... An der nächsten Nahrungsstation müsste ich mal gucken, ob ich da vielleicht mal was machen möchte. Wo waren wir denn jetzt noch nicht, verdammte Axt? Es ist hier alles so... Es ist hier alles so durcheinander. Es ist alles so unübersichtlich, so... Yeah. Gut, da ist Among the Stars. Hier ist der Hotdog-Laden. Hier geht's auch wieder runter. Aber da geht's auch wieder irgendwohin hoch. Hier ist aus irgendeinem Grund... Hat hier eine Dame übernachtet. Ich weiß nicht genau, warum. So, New Cola... Lunchbox. Ist aber sehr Nuka-Cola-lastig hier alles. Also, na klar, ich meine, logisch, liegt natürlich am DLC, aber dass es dann plötzlich auch so eine, nicht nur Vault-Tex-Lunchbox gibt, die ja immer so special war, sondern jetzt plötzlich auch Nuka-Cola. Na gut. Soll mir natürlich recht sein. Huch. Interstellar Feder. Da waren wir noch nicht drin. Definitivum. Was ist das? Ja, kann man wieder... Ah ja. Aber hier waren wir noch nicht drin, ne? Starlight Interstellar Theater! Hui! Jo. Finden Starkerne! Finden Starkerne! Gut, wir finden Starkerne. Hoffentlich hinkriegen. Seien unsicher. Ist da möglicherweise kompromittiert, wir werden es erfahren. Neutralisierungs... Einsatz. Gefahr. Bitte was? Ganz ruhig. Ich schau einfach nur zu, wie Preston brennt. Preston, war schön mit dir. War eine kurze Liebe, aber intensiv. Sehr genial. So, hab einmal blind geschossen. Auf Ziel. So, da oben war noch irgendwas im Gitter. Du, 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 du.
Tickets. Ja, komm, die Tickets nehmen wir trotzdem mit. Ich würde am liebsten nur die Ticketrollen sammeln. Was ist mit dem? Mr. Frothy. Oh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der hier auf dieser Ebene ist, weil man weiß es ja nie so genau. Okay, ist ein Autokino, finde ich sehr gut. Wir gucken uns den Film gleich an. Wer schießt denn? Ach, da. Okay. Out of the mist and slime. Of a time before the history of me. Oh. Nichts. Ich dachte, hier wäre noch eine. An attack. Aber das Kino kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon mal gesehen. Im anderen Autokino. Das ist doch der gleiche Film, oder? Before the history of man. From the deep oceans. Comes in heaven nation. Science cannot comprehend. To maneth the earth. Blub, 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 blub. Popo. Blub, blub, blub. And attack. Blub, 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 blub. Ich glaube, den Film kennen wir schon. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. So, Nuka. Nuka Void Rezept, okay. Ob es das hier schon gegeben hat? So, Kino läuft trotzdem noch. Ich weiß gar nicht, wo diese Star-Control-Paneele auch gut sind immer. Warum die hier eingesetzt haben. Ich nehme es raus und trotzdem läuft noch alles ohne Probleme weiter. Ist mir mal wieder ein Rätsel. So. Ich weiß gar nicht, wie viele wir... Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele wir sammeln können. Er wird es mir bestimmt am nächsten sagen. Ich hoffe, ich finde noch... Und hier ist auf jeden Fall irgendwo noch so ein Mr. Handy, so ein schäbiger. So. Okay, da geht nochmal ganz kurz. Ich weiß, hier waren wir schon, aber ich gehe nochmal ganz kurz sammeln. Und zwar das, was wir weggeschossen haben. Und ein paar Mentets. Können wir auch noch mitnehmen. So, denn hier war noch er hier. Und ich dachte, wir hätten hier noch jemanden drin gehabt, aber offenbar. Also oben war noch einer, hier im Durchgang links geht's gleich noch weiter. Schön, sie mit den Bestellungen und so, das finde ich irgendwie ganz cool. Also cooles Kino auf jeden Fall. So. Ich finde es nur blöd, dass ich langsam die Muni verliere hier. Was ist denn... Was zum Teufel? Warum? Was für ein Gestank. Ja, das auch noch. Fleisch und Bohnen, ist ja kein Wunder. Aber warum die ganzen Pömpel? Und warum sagen manche Leute Pümpel, nicht Pömpel? Warum? Warum all diese komischen Sachen? Oh, das wollte ich gar nicht. Oh. Ich war so ein bisschen im, wenn ich länger gedrückt halte, kann ich so hochheben Modus, aber das stimmt natürlich nicht. Hoppa, schnell wieder rein. Bin ich im Klo aus Versehen aus meinem Sonntagsanzug gestiegen. Das war natürlich ein dramatischer Fehler. Da ist noch ein Pömpel übrig, den lasse ich ihr. Ich glaube, daran ist er gestorben. Wahrscheinlich nicht an den Drogen, sondern am Pömpel. So. Wie schön. Da nehme ich alles mit. Hier ist nichts. Oh. Den hat es ja schon erledigt. Ich weiß nicht, ob das unser Kollege war oder ob wir den per Fernkampf, per professionellen Fernkampf rausgenommen haben. Der ist beim Kotzen gestorben, zu viele Drogen.
Dann schön ins Klo reiern. Ach, guck mal hier hinten. Ich glaube, wir waren nicht derjenige welche, der den besiegt hat. Starkern. 2 von 4. Die Reparatur von Star Control abzuschließen. 2 von 4. Wir sammeln natürlich die anderen auch noch ein. Ich finde, das sollten wir ruhig schaffen. Gerne alle Kerne sammeln. So, 2 von 4. Mal gucken. Hier hinten ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. So. Mr. Frothy. Ja, Mr. Frothy. Mr. Frothy. Was? Was? Glaubst du, in dem ganzen Müll ist irgendwo was Wertvolles zu finden? Mein Herz. Dort ist irgendwo mein Herz. Da draußen ist was. Alter. Irgendwas ist hier hochgegangen. Ich weiß nicht genau was. Es war nicht so gut, hier rumzustehen gerade. Ich habe das Ding gar nicht gesehen da oben. Wie viele die davon auch haben. Selbst hier in der Küche. Warum? Und ich höre immer noch einen. Wahrscheinlich draußen. Aber das habe ich eben auch gerade gedacht. Nochmal da drin. Aber warum? Vorratskammer. Wein. Ja, in der Vorratskammer natürlich auch ein Starkern. 3 von 4. Und ein Secret. Ich liebe es übrigens, Secret zu finden. Ich weiß nicht warum. In jedem Spiel mag ich es immer gerne, Secret zu finden. Aber andererseits, wer mag das nicht? Was willst du damit? Dir über den Kopf ziehen, Junge. Mit dem Sieb schäle ich deinen Kopf. Raspel kurz. So, 3 von 4. Hier ist noch ein Safe. Sehr, sehr gut. Experte. Experte. Gar kein Problem für uns. So, das ist mit. In der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder 999 Munition haben da unten, aber dafür werden wir viel kaufen müssen und ich werde zwischendurch, glaube ich, die Waffe wechseln müssen. Warum ist der Fahrstuhl eigentlich kein Feind? Schau mal vor, der wäre intelligent. Tschüss. Wenn der intelligent wäre, der würde uns einmal droppen und wir wären tot. Theoretisch, wenn wir nicht eine Power-Armor anhätten. So, hier haben wir doch bestimmt noch irgendwo so eine Starfrucht. Mit extra großen Fruchtstücken. Das ist Joghurt, der ist ganz in Tour belassen. Starfrucht. Statt Schrott. Da hinten drin bestimmt. Und da haben wir gerade noch einen weggeschossen. Tür öffnen. Aktivierung Protektron zu. So. Es war klar. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn selber aktivieren und dann sehr freundlich, aber weißt du. So. Galaktron und wir haben den anderen auch noch gefunden. Verbrannte Bücher, wo nur die Schrift verbrannt ist. Wer kennt's ja inzwischen? Warte noch was hier. So, gucken wir, was wir da gefunden haben. Easy go. Zack. Und das Kino ist tatsächlich aus. Unfassbar. 4 von 4 haben wir jetzt gefunden. Sehr, sehr gut. So, hier. Boah, die haben den ganzen Tag Coca-Cola gesoffen. Die müssen alle so krank gewesen sein. Ich meine, so viel Zucker oder was immer das da ist, ich habe keine Ahnung. Projektorraumterminal, was haben wir denn da? Theaterprogrammplan. Oktober 2077. Halloween steht vor der Tür, daher ist in diesem Monat Science-Fiction-Horror im Theater angesagt. Achtet darauf, dass folgende Holobänder geladen und bereit für die erste Vorführung im Oktober sind. Woche 1, die Bestie mit den 1000 Augen. Der Tod singt ein Lied, der gelbgrüne Schleim, jetzt wird geschleimt. Oh Gott, überall Blut. Woche 2, Nuka-Monster, Atomhintern, der gelbgrüne Schleim 2, zu Tode geschleimt, Grr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 r
Der gelb-grüne Schleim 3. Schleim zahlt sich nicht aus. Die Rache des Fischmanns. Das ist das, was gerade lief. Woche 4. Massaker in Yucca Valley. Die Bombe fällt um Mitternacht. Der gelb-grüne Schleim 4. Krieg des Schleims. Armageddon Orama. Memo der Geschäftsführung 92. Ich will, dass ihr faulen Penner und euren Arsch hochkriegen, das Theater nach jeder Vorführung putzt. Als ich heute Morgen reinkam, waren mehrere Raketenkapseln voll mit Müll, leeren Nuka-Cola-Flaschen und was weiß ich nicht alles. Nuka World bezahlt euch Clowns nicht dafür, dass ihr euch den ganzen Tag Filme anguckt, sondern fürs Arbeiten. Memo der Geschäftsführung 97. Wenn jemand von euch mitbekommt, dass der Starlight Barkeeper wieder Gläser zerdeppert, sagt es bitte der Geschäftsführung. Wir haben in den letzten Monaten Tausende von Dollar für Glaswaren ausgegeben, seitdem dieses Genie von einem Parkleiter beschlossen hat, die Drinks von einem Roboter ohne Hände mixen zu lassen. Ich würde euch außerdem raten, ihn nicht wütend zu machen. Ob man diesem ganzen Star-Control-System nun vertraut oder nicht, seine KI verhält sich immer noch ein wenig aggressiv und ich will keine Unfälle mehr haben. Okay. Es gab also Unfälle. Wir haben alles, was wir wollten. Ich muss mal gucken, was uns noch fehlt. Ich schau mal ganz kurz. Corky Moyhoffen, lalalala, Star Control. 4 von 4. Finde die Starkerne außerhalb der Galactic Zone. Finde die Starkerne auf dem Gelände der Galactic Zone. Okay. Starlight, die haben wir. Battle Zone. Und dann säubere die Galactic Zone. Repariere den Zentralrechner. 10 von 20. Lalalala. Müssten eigentlich mehr sein inzwischen. Normalerweise. Weil wir haben jetzt ja nochmal 10 gefunden. Hier, deswegen 20 von 20. Aber wir können die anderen Kerne natürlich auch. Unten. Hauptetage. So. Hier sind wir fertig. Kurz, aber schön. Tschüss. Da ist er wieder. Und jetzt müssen wir auf dem Gelände hier noch irgendwie lauter von den Dingern finden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo wir die jetzt, wie wir die jetzt und wo wir die jetzt finden sollen. Ich habe einfach wirklich gar keine Ahnung, wo die hier sein könnten. Soda Pops. Das Gelände ist riesig. Und die könnten theoretisch überall sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier alles absuchen. Was mit dem? Der ist noch heile. Alles klar. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Wo das ganze Gelände ja so ein bisschen uneinsichtig ist. Nein, Gronkh, du bist uneinsichtig. Das Gelände ist total einfach. Entschuldigung. Das habe ich nicht gewollt. Aber trotzdem getan. So, lalalala. Hier schön Drogen, natürlich. Da werden wieder Drogen verabreicht. Offenbar war die ganze Welt einfach nur ein Drogenhort. So, 30 Tickets wieder. Ich frage mich, wie viele Tickets ich inzwischen habe von diesen vermaledeiten Dingern. Und ab wie viele Tickets kann man hier was gewinnen? Und vor allen Dingen was? So, Spacewalk haben wir auch schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier diese Platten finden. Wobei, unten war ja auch eine. Hier unten rechts war hier nicht. Hier waren Toiletten. Aber hier war doch auf jeden Fall irgendwo da. Das große Halloween-Spuktakel von Nuka World beginnt nächste Woche. Ticketreservierungen für diese Abendveranstaltung sind am Haupteingang möglich. Ich frage mich halt. Ja, kommt man jetzt hier in die Stände rein, wenn ich jetzt hier raussteige? Nur mal so testweise. So. Bitte nicht einsteigen in das Ding. Was für eine Magnetblume? Lalalala, dann kann ich mir hier alles nehmen. Ich muss schon mal wieder ein bisschen schneller zu laufen. Aber ich komme nicht hinter die Stände. Das kriege ich nicht hin. Souvenir Teddybär. Lalalala. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ehrlich gesagt, kein Stück.
Haben Sie Ihre versteckte Corki-Brille verloren? Keine Sorge, die Brillen sind an allen Souvenirständen im Park erhältlich. Ja, ich glaube nicht. Es gibt nur ganz wenige davon. Habe ich gehört, hat mir die Frau gesagt. Und ich glaube ja alles. So, vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wo die Corkis, diese Dinger versteckt sind. War schön mal wieder ein bisschen was mit Grün zu sehen. Nicht mal mit diesem Blau. Ein bisschen Abwechslung tut gut. Oh Mann, ich gehe gleich zum Reaktor und schmeiße hier alles an. Ganz ehrlich, was soll das? Wenn ich ja schon rumlaufe bei den ganzen Fahrgeschäften. Dann ab in Dog Phosphate Saloon in Dry Rock Gulch und gönnen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola Wild. So, reparieren den Zentralrechner, reparieren den Zentralrechner. Reparieren den Zentralrechner dreimal. Schrottplatz. Hugologenlager. Kraftwerk. Ich probiere mal. Komm, was soll's. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. So, kurz ein kurzer Ausflug zum Reaktor. Hier waren wir eh schon mal. Ach so. So, ein kurzer Ausflug zum Reaktor. Wir waren hier eh schon mal. Wir müssen hier hoffentlich nicht mehr viel machen. Ich würde nur gern wissen, wie schaltet man das Mistvieh an? Muss ich dafür irgendwas... Ich muss dafür mit Sicherheit irgendwas Bestimmtes machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir haben leider auch keine Quest bekommen. Sonst würde man es vielleicht eher herausfinden. Muss ich hier irgendwelche Platten einsetzen? Muss ich hier irgendwas irgendwo benutzen? Einfach nur einen Hebel ziehen? Irgendwas machen? Es wäre schön, das herauszufinden. Aber ehrlich gesagt, hier sieht alles relativ nutzlos aus. Oh, verbranntes Buch. Verbrannte Seiten, aber super Einwand. Haben wir schon? Oh, schicke Habe. Die habe ich nicht mitgenommen. Oh, lohnt sich direkt. Oh, guck mal hier. Leefliegenfleisch. Wow, lohnt sich richtig, dass wir hier gekommen sind. Klebeband. Newcomer Mixerstation und ein leerer Schrank. Geil. Geil. Und da unten noch eine Klebebandrolle, die wir uns sicherlich weiterbringen. Eine Menge Personal Gain. Da geht's nicht weiter. Probieren wir es mal hier. Ich weiß nicht, ob das die Treppe ist, wo ich auch hin wollte, von außen betrachtet, weil hier alles irgendwie gleich aussieht. Ich weiß aber wirklich, wirklich, wirklich nicht, wo ich den Reaktor hier anschmeißen kann. Entweder ich übersehe hier was, wie die silberne Taschenuhr gerade. Hier sieht es halt immer relativ wichtig aus. So, das habe ich noch nicht gemacht. Das war die Tür, die ich meinte. Als wir hier waren, meinte ich, ich habe eine Tür nicht aufgeschlossen. Das war die hier. Das wär's. Aber die bringt uns nichts, außer dass wir hier rüber können. Newcomer Quarz, irgendwas. Da unten waren wir auch schon. Oh, da waren wir noch. Oh, da waren wir noch gar nicht. Oh. Doch, hier war... hier waren wir schon. Aber das hier habe ich übersehen. Oh, da können wir... Die nächste Armor. Alles klar. Wie viele Power Armors gibt es denn hier auch noch? So. Hammers brauche ich nicht. Tunnels. Weather hat zwei E's. Takings. Zwei richtige. T-A-K-I-N-G-S. Takings. T-A-K-I-N-G-S. Bin durch. So. So, jetzt Türsteuerung. Und Tür öffnen. Gut. Hallo. Mach hin. So, hier können wir erstmal unsere Rüstung reparieren, das wäre eigentlich auch ganz nett. Und hier nochmal X01.
Samt Fusionskern. Den Fusionskern sacken wir wieder ein, damit die keiner klaut. Die nächste Rüstung. Eine steht doch draußen am Reaktor, eine steht drinnen im Reaktor. Wie viele Rüstungen gibt's denn hier? Alle auf einmal, offenbar. So, schnell mal hier. Jetzt komme ich raus. Ich repariere mal ganz kurz unsere Rüstung. Die ist immer noch besser als jede andere Rüstung. So, herstellen. Den. Overboss, ganz großartig. Was ist mit dem T-51F-Helm? Was ist das? Frage ich mich. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das hier. Reparieren. Reparieren. Ausrüsten. Reparieren. Ich muss die Maus da mal wegmachen, sonst ist das ein bisschen schwierig. So. Sensor reparieren. So, ich will mal ganz kurz was gucken. Dieser T51F-Helm. 240. Modifizieren. Modell F. Okay, ist schon. Komplett modifiziert. Unbehandelt. Hot Rod. Lackierung im Wim-Stil. Erhöht die Beweglichkeit, wenn alle Teile. Ah, ja. Titan, wir haben Titanverkleidung. Wegen erhöht die Trefferpunkte der Rüstung. Ohne Extras. Pipapo. Wir können mal spaßeshalber, können wir uns einen anderen Helm einfach machen. Hier, Vault Bowl machen wir mal. Lila will ich nicht unbedingt. Ich mach mal Vault Bowl, damit wir ein bisschen grün. Damit wir ein bisschen grün haben. Interne Strahlungsfilter, entfernt Strahlung, Aufklärungssensoren bei Verwenden werden fein auf dem Kompass markiert. Sensoren und die Wahrnehmung, Wetztrefferchancen. Komm, machen wir mal. Wir haben die Wetzfarbe, also machen wir auch Metz, Wetz. Und hier mache ich mal die Lackierung im Titanverkleidung. So. Damit die einfach zum Rest unserer Rüstung passt, sollten wir uns entscheiden, den anderen Helm zu tragen. So. So, jetzt haben wir dieses Ding hier und wir können dann theoretisch, wenn wir das wollen, können wir auch einfach mal spaßeshalber, wo ist ja die Kleidung, spaßeshalber einfach mal den anderen Hut anziehen. QRST. Ach nee, der ist jetzt auch Dingens, ne? Titan, glaube ich. Titan Torso, linkes Bein, rechtes Bein. Linker Arm. Rechter Arm. Hier, Vets Titan. Zack. Oh. Das ist sehr hell. Okay, ich habe mir das grün vorgestellt. Aber das ist eigentlich cool. Eigentlich schön, dass wir auch sowas Helles haben jetzt. So eine richtige Lampe. Von außen sieht das Ganze dann so aus. Mal ganz kurz gucken. So. Ja, sieht schon stattlich aus. Den kennen wir ja noch, den Helm. Aber reaktortechnisch. Das hier sieht. Hier sieht es so aus, als könnten wir den Reaktor wieder anschmeißen. Aber wie? Also meistens ist ja da, steht irgendein Terminal und man klickt auf den Knopf und dann läuft der Reaktor wieder. Boah, schön hell das Ding. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Dass wir uns eine zweite Mütze organisiert haben. Ich habe auch alles mitgenommen schon. Irgendwo ein Terminal übersehen? Ist es vielleicht das? Ach, und hier ist jetzt Rudel ausgestopftes rechtes Bein. Was immer das heißt. Bunte braune Unterhose. Okay, keine Ahnung. Der Typ lag nämlich vorher ganz woanders. Alles klar. So, Immergabel. Das hier ist das, ne? Wenn man reinkommt, ist das das hier. Was man da so sieht. So, trotzdem würde ich gerne wissen, haben wir irgendwo ein Terminal übersehen, mit dem wir den Reaktor starten können, da hinten nämlich. Da ist ein Terminal. Aber ich weiß nicht,
Mitarbeiterterminal. Ich weiß nicht, ob wir den von hier aus starten können. Ehrlich gesagt, Systemstatus. Sensorausfall. Sensoren offline. Einschalten des Kraftwerks zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfohlen. Verständigen Sie umgehend das Wartungsteam des Parks. Also müssen wir 905 Sensoren einschalten. Ich glaube nicht. So. Essenspausen, Schichten, Verbesserung, Nira, Kernschmelze. Also kriegen wir den Reaktor momentan gar nicht eingeschaltet. Wir müssen erst irgendwas im Park machen, damit wir den Reaktor einschalten können. Ist das richtig? Ich weiß es doch auch nicht. Ich hätte auch gerne die Quest bekommen, ehrlich gesagt. Wäre schön. Hätte vielleicht ein bisschen was erleichtert. So. Hallo. Hier drin war auch nüschte. Ist, glaube ich, auch eher unüblich, dass man den Reaktor von außen kontrollieren kann. Auch wenn das hier so schön weit oben ist. Ich weiß nicht genau, was mit diesen Sensoren gemeint ist und wie man die aktivieren kann. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das früher oder später noch rausfinden werden. So, hier war ich offenbar auch schon. Na gut. Habe letztes Mal den Eimer nicht mitgenommen, hat sich schon ja gelohnt. Gut. Zugegebenermaßen, ich wünschte, es wäre gerade Tag. Ich würde das hier echt gerne bei Tag sehen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch wenn es jetzt momentan nichts bringt. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Galactic Zone. Starlight Interstellar Theater abgeschlossen. Vortec im Sternenhimmel abgeschlossen. Starport Nuka. Haben wir da was gemacht? Nuka Galaxy? Robco Kampfzone. Starport Nuka. Repariere den Zentralrechner. Haben wir dreimal insgesamt. Ich reise mal zur Galactic Zone. Allerdings glaube ich nicht, dass es uns gerade viel hilft. Denn das Problem ist, wir brauchen immer noch diese ganzen Star-Karten. So. Vor allen Dingen, ich würde das jetzt gerne am Stück zu Ende bringen. Es gibt ja noch so viel zu entdecken. Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Gibt es überhaupt eine richtige Reihenfolge bei Open World Game? Hat man uns auch schon gefragt. Ich würde es aber trotzdem gerne irgendwie hinkriegen. Dass wir alle finden. Wir könnten jetzt schon mal einen Computer reparieren. Ich weiß auch nicht, ob es mehrere sind oder nur einer. Das weiß ich noch nicht. Und die Quest haben wir nur bekommen, weil wir hier gerade die Leichen gefunden hatten. Wir hatten aber keinen Auftrag, hier mal gucken zu gehen. $35 Endlich. Endlich. So. Oh, süß. Ein Magnetfrosch. Wie lieb. So ist. Ja, ja. Ich glaube, viel ist ja auch nicht... Alter! Es ist schon wieder er. Habe ich mich erschrocken gerade. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, viel ist ja auch nicht mehr. So, Star Control. Ah, ja. Naja, wenn wir schon mal hier sind, was soll's. Wir können ja noch ein paar einsetzen. So, 12 von 20. Zack. Da, 18, 19 und 20. Nutze den Zentralrechner, um die Zone zu sichern. Optional, säubere die Galactic Zone. Ich säubere die erstmal. Bevor wir die sichern, säubere ich die erstmal, gibt ein paar XP. Kostet uns natürlich auch ein bisschen, aber dann weiß ich zumindest, wo wir noch nicht waren. Hier oben waren wir offensichtlich. Es hört sich zumindest so danach an. So, da ist wieder dieser unheilige Spacewalk. Da ist das Vesovong. Da waren wir auch schon.
Verdammt, wo waren wir denn noch nicht? Wir sollen ja hier Ausgang absuchen. Aber jetzt kann ich hier auch nur in so eine Nischen gehen und hier gucken. Hier waren wir schon, auch wenn ich nicht alles mitgenommen habe. Was willst du damit? Das geht dich immer noch einen herzlichen Scheiß an. So. Geschafft. So, drei Mini-Atombomben. Klar, die hat man mal so dabei. Den Ort würde ich nicht gerne angreifen müssen. So, hier oben. Das haben wir den schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Oh, offenbar nicht. Sonst wäre ich schon ausgebaut. So. Hier hinten. Da liegt noch eine Karte. Sehr gut. Starkern. 5 von 7. Die würde ich auch noch gerne finden. Die restlichen Kerne finden und dann vielleicht noch die restlichen Roboter finden. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Ja, ja, wen wundert's? Das heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen wirklich jeden verfluchten Winkel hier absuchen. Ich bin kein Freund von Suchspielchen. Wo man dann irgendwo irgendwas ganz Winziges übersehen hat und muss dann 10-mal die ganze Karte nochmal abklappern, um zu gucken, habe ich denn jetzt da vielleicht was übersehen, habe ich nicht. Hier zum Beispiel waren wir auch schon ein paar Mal. Aber kann ja sein, dass sich hier hinten noch was verbirgt und ich das übersehen habe vorher. Oder vielleicht habe ich ja eben gerade auch wieder was übersehen. Dann bin ich sicher, ich werde es 50.000 Mal in den Kommentaren finden. Aber bis dahin bin ich ja schon längst dran vorbei. Lohnt sich gar nicht mehr, das reinzuschreiben. Denn ich nehme ja gerade etwas länger auf. Hallo, Mr. Frosi. Hallo, hier ist der Kinderwagen. So viele Kinderwagen. Und dann wollen sie uns wirklich weiß machen, dass es hier keine Babys gegeben hat oder die auf spurlos verschwunden sind beim Atomschlag. Vielleicht sind die einfach verdampft. Was ich noch viel grausamer finde, als hier ein paar Skelette zu finden, sind einfach komplett verdampft, die Babys. An die wird sich niemand erinnern. Nicht so wie an dieses Skelett hier. Schade, sehr traurig. Verdampfte Babys, immer noch ein großes Problem unserer Gesellschaft. Machen in Dry Rock Gulch die Runde. Nutzen Sie diese Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. So, hier war ich auch schon. Salisbury Steak Gummibonbons. Bonbons. Okay. Ich habe immer Angst vor der Wolke, dass sie wieder bleibt. Gudrun Pausewang, die Wolke. Offenbar hat gerade jemand irgendwo eine Atombombe gezündet oder eine Fatman. Tja, lassen wir wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich die da noch finden soll. Was ist das denn da eigentlich? Mal auf der Karte mal ganz kurz gucken. Fistop Grill, achso. Trifft den Bandenboss der Jünger. Das müssen wir auch noch machen. Die Bandenbosse treffen. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, unsere Primäre. Aber ich laufe hier lieber rum und durchwühle Mülleimer, weil ich bin ja der Overboss. Das Gelände hier gehört ja auch noch dazu. Und hier wurde übergekämpft. Das heißt, hier könnten die eventuell auch so eine Kartuschen haben. Habt ihr bestimmt schon abgesucht hier alle. Aber wer weiß, wer weiß. Hier. Ich meine natürlich nicht Kartuschen, da lag wieder was. Ich meine natürlich nicht Kartuschen, ich meine natürlich hier so eine Star Control Gebimse. So. Das nehme ich mit. Psycho nehme ich auch mit. Hier hinten ist nichts. Ich hasse Suchspiele. Aber es muss ja auch noch irgendwo Roboter geben. Wir sind ja offenbar noch nicht wirklich durch. Die Schuhe bauen auf. Fuck. Und hier war. Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Kühlschränke.
Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Ich glaube, ich lasse das Suchspiel. Ich glaube, ich muss nicht unbedingt alle, weil sonst ich würde irgendwann dreh ich durch. Das macht mich kirre. Das ist er hier, der durch die Gegend klatscht immer. Hier haben wir schon alles abgesucht. New Cola. So, wo geht's hier lang? Battlezone haben wir schon komplett gemacht. Nuka Victory Cola ist da hinten. Ich schaue nochmal ganz kurz auf der Karte. Wo, was gibt's denn? Nuka Galaxy. Was ist denn Nuka Galaxy? Markierung platzieren. Dann gehen wir die mal alle ein bisschen geordneter durch. Nuka Galaxy geht da lang. Let's, das ist nicht die Galaxy. Wir hatten ja auch diesen komischen, wo es so hoch ging. Ne? Warte. Hier oben waren wir auch schon. Da oben ist wahrscheinlich nichts mehr drin. Hier haben wir schon alles mitgenommen. Auch ein Kärtchen, soweit ich mich erinnere. Nuka Galaxy. Genau, und hier kam ich... Guck mal, da unten ist so ein Tor, wo wir noch nicht waren. Und hier war dieses komische Scheißding. So, ich wette, da drüben ist nichts. Ich flieg trotzdem mal rüber. Roms. Nuka Galaxy. Da kommen wir rein. Von wegen, da ist nichts. Okay, wir gehen von oben rein. Mal schauen, was wir finden. Ich glaube, hier kommen wir sonst nur weg wahrscheinlich. Wir hätten wahrscheinlich ArcJet GeForce. Weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Und da unten waren wir auch noch nicht. Da könnte ich noch theoretisch vielleicht waren wir da schon mal nicht. So, ich gehe mal ganz kurz bei Nuka Galaxy reinschauen. Schwupps. Finde Starkern in Nuka Galaxy. 0 von 7. Ah. Interessant. Hier waren wir noch gar nicht. Hier ist Exit. Wir gehen rückwärts rein. Auch schön. Naja gut, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir werden Nuka Galaxy erst in der nächsten Folge sehen. Aber es wird auch Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Begleiten durch die Apokalypse und durch Nuka World. Euer... Good to be back.